Ich auch. Und stellt euch vor, dass herzlich willkommen heute Abend in der Rätsche, zu euch nach Hause, der Livestream mit Etas Kolo. Wir haben in letzter Zeit von euch, vom Publikum, ganz viel positive Reaktionen auf unsere Livestreams gekriegt. Und das freut uns sehr und ermuntert uns einfach weiterzumachen. Vielen Dank dafür. Wir haben nur 3 Livestreams dieses Jahr geplant, die wir durchführen möchten, außer es wird uns noch verboten, das was ich nicht hoffe. Am Donnerstag, 17.12. ist wieder Jazz Open mit Martin Rosengarten, Branko Arnzek und Stefan Koschitzki. Am Samstag, der 19.12. kommt das Abschiedskonzert von Burren Kleiber. Auch sie spielt Weihnachtslieder, die allerdings der Weihnachtsmann zwingen lassen werden, also auch ein ganz anderes Weihnachtsgefühl. Und am 23.12., wie immer, kommt der Werner Dannemann und Friends und wird einfach so viel Rock und Blues spielen, dass Christkind wieder merkt, dass auch in Geislinger Weihnachten sein wird. An der Stelle ein Dank an unsere Techniker, an der Uli Kummer und der Timo Süß, die das alles möglich machen und alles in tolle Ton und tolles Bild setzen. Und dann noch eine kleine Bemerkung. Wir kriegen vom Bundesprogramm Neustart Kultur einen Zuschuss und der ermöglicht uns, an die Künstler, die bei uns auftreten, die ganz normale vereinbarte Gage zu bezahlen. Allerdings sind durch den Zuschuss nicht alle Kosten gedeckt, da wir bei der Antragstellung natürlich noch mit Einnahmen gerechnet haben. Deshalb darf ich das sehr gerne für Rätsche spenden und da danke mir ganz arg dafür, für die Unterstützung der Rätsche und der Kultur. Bankverbindung oder PayPal-Konto findet ihr auf der Homepage und wird auch eingeblendet. Mir gäbe dann die Reaktionen aus dem Live-Chat an Etta und ihre Kollegen weiter, damit sie sich nicht so alleine auf der Bühne fühlen. Also schreibt. Und ja, Etta Scolo und Kollegen sind heute da und das Programm heißt Il Viaggio di Maria. Das ist eine Veranstaltung in Kooperation mit der VHS Geislingen. Und Etta Scolo wird uns heute in ihrem wirklich außergewöhnlichen Weihnachtsprogramm Einblick in die Musik und Traditionen ihrer Heimat Sizilien geben. Natürlich ist es kein gewöhnliches Weihnachtsprogramm. Es sind gesungene Geschichten, zu denen sich an den Tagen vor Weihnachten Familien in ihren Dörfern versammeln. Neben der Musik wird Etta auch erzählen, wie sie diese Zeit und diese Lieder erlebt hat. Begleitet wird sie von Daniel Moheit am Akkordeon und Susanne Paul mit Mandoline, Cello, Percussion und Gesang. Und jetzt macht es euch gemütlich und genießt diesen wirklich ganz besonderen Konzertabend. Viel, viel Spaß. Si fici giomo, Gesù su coma mia, la bella Maria, la sua madre fu, la bella sua madre fu nasci alla scania nasci l'uba minedo nasci
chino sul più assai luminosa e di lusuri più e le notti di Natale c'è la festa principale per tutti. Buonasera a tutti, buonasera a tutti a casa, lontani, vicini, vicinissimi, lontanissimi. Schönen guten Abend an alle, die uns gerade sehen und hören. Ich werde versuchen, diesen Abend euch zu erzählen in Deutsch und in Italienisch, weil viele Freunde in Italien gerade uns auch sehen und hören wollen. Allora, proverò a raccontarvi questa storia in due lingue, le lingue dei paesi dove vivo, l'Italia e la Germania, proprio metà e metà. E le novene siciliane in realtà sono un canto unico, è una canzone che viene cantata i 9 giorni prima del Natale, dal 16 di dicembre fino al 24. Die Novene, die sizilianische Novene, ist eigentlich eine Tradition, es ist ein Gesang, wie ein einziges Lied, der durch und durch gesungen wird, 9 Tage lang. Questo racconto, queste novene raccontano o cantano la storia, il viaggio di Maria. Bisogna sapere, probabilmente voi lo sapete, che il viaggio di Maria si rifà al censimento di Quirino, quindi quando l'imperatore Augusto impose questo esodo, quindi anche Maria e Giuseppe andarono da Nazareth a Betlemme, Maria era incinta e quindi profughi dovettero fare questo viaggio. Die Geschichte der Novenen bezieht sich auf den Volkszählung von Quirino in der Zeit von Imperator Augustus. So quasi müssten das ganze Volk musste von Nazareth nach Bethlehem oder woanders auch. Und diese Geschichte, diese Novenen erzählen immer wieder mehrere Formen diese Geschichte. Wie passiert das? Wie passiert es? Come succede questo? Come avviene? Avviene che i pastori iniziano le novene, scendono dai loro borghi, dalle loro campagne, lasciano il gregge e con i loro strumenti, il friscaletto che è una sorta di zufolo di canna, che si costruiscono da sé, anche le ciaramedde, che sono le zampogne, scendono nei paesi, nelle città e cantano davanti a delle piccole edicole, delle piccole cappelle che sono state adibite per questo scopo dalle famiglie e dagli abitanti, con arance, con frutta, con alloro, con fiori. E davanti a queste edicole i pastori e poi anche altri musicisti in seguito cantano questa storia. Wie passiert das? Es passiert, dass die Hirten, die verlassen ihre Felder und die gehen in die Städte mit ihren Instrumente, die sie selber gemacht haben. Es sind Dudelsack, Ciaramedda, sagen wir in Sizilianisch,
o da Friskalettu das ist eine Schilfrohr Flöte und die spielen vor kleine Altare oder Edikole oder kleine Kapellen, die die Menschen in den Dörfern vorbereitet haben mit Früchte, mit Lorbeer, mit alles Möglichen und die Hirten und dann auch später andere Musiker wandern durch die Straßen, durch die Plätze und singen neun Tage lang diese schönen Novenen. Diese einen Gesang. Wir werden jetzt zwei davon. Der erste ist die Geschichte eines Hirtes. Der Hirte ist ein Mensch, der allein lebt und auch sehr speziell ist. In diese Ballade, in diese Novene, es gibt auch eine kleine Ironie. Der Hirte sagt, ja, wer am Boden schläft, also wer Makaroni isst, wer gut isst, kann sich gut trösten. Aber wer am Boden schläft, muss seine Bettlaken nicht schmutzig machen. Iniziamo adesso con due novene di pastori. Una racconta proprio la storia del pastore, si chiama Il canto del pastore. E questi pastori che vivono isolati con i loro animali scendono dalle loro terre e cantano appunto le novene. Questa novena in particolare ha un non so che di ironico, perché il pastore dice: chi mangia macaroni, chi mangia i maccheroni si consola, e chi dorme a terra non sporca le lenzuola, non consuma le lenzuola. Gianci lupi qua non mangia alla ricotta o tu viola chama caruni essi un sola ecco sicura qua ha fatto l'errore lo ciancirà
munci pecura pascia pecura notte giorno di parrigia qua fatto la ruina ciancira qua fatto la ruina ciancira qua fatto Lucianchira. Thank you.
es sind jetzt um die 100 Leute Geräte zugeschaltet, so viele Menschen, wir hätten maximal 60 reinlassen können. Und es ist auch noch nie passiert, alle schreiben auf Italienisch und mein Italienisch ist jetzt nicht so großartig, aber auf jeden Fall carissima Edda, grande Edda und viele Grüße an Edda und euch alle, dass die sizilianische Kultur aufgeführt wird, toll und so weiter und so fort. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo e stanno scrivendo, perché è un grande sostegno. È la prima volta che facciamo un concerto in questa forma ed è davvero stranissimo, perché è così surreale. E quindi sentire che voi state scrivendo qualcosa per noi già ci riscalda e ci fa sentire un po' più così sciolti. Questa seconda novena che abbiamo suonato era una novena liturgica, una novena che in genere viene cantata nella chiesa soprattutto dalle devote, dalle donne. Invece adesso facciamo un brano molto particolare, non è una novena ma è un canto natalizio che fa parte dei tropari siculo-normanni, che furono composti a Catania, pensate un po' a Catania, la mia città natale, proprio a Catania, prima della scuola di Notre Dame, quindi tra il 1100 e il 1160. Vielen Dank an alle, die uns jetzt schreiben, die uns zuhören und dabei sind, es wirklich macht uns leichter, in diese surreale Situation ein Weihnachtsprogramm zu spielen. Weihnacht steht für Gemeinsamkeit. Und wir sind jetzt so in diese Wolke sozusagen. Da kommt noch ein kleiner Post. Danke, das Publikum ist im Herzen bei euch. Wir werden jetzt etwas ganz Besonderes spielen. Keine Novene, aber ein Weihnachtslied aus der aus dem Programm bzw. aus dem Repertoire, wenn man so sagen will, von den siculo-normannischen, so schwierig, sizilianisch-normannischen Schriften, die stattfinden haben in Catania in der Zeit zwischen 1100 und 1160, kurz vor der Notre Dame-Schule, also ganz, ganz lange her. Und dieses Repertoire, meistens in Lateinisch geschrieben, wurde dann in den 90er Jahren von der Gruppe Alcantara, eine fantastische Gruppe, die zwischen Tradition und Altmusik, Barockmusik und Recherche macht, hat diese Troparium rausgenommen, bearbeitet und in seine Originalform wiedergegeben haben. Aus diesem Repertoire vielen Dank auch an diese Gruppe, weil es gibt selten. Wir spielen Natus Est, eben ein Weihnachtslied aus diesem Programm. Allora, in italiano di nuovo, il brano che vi presentiamo da questo programma si intitola Natus Est.
sul campanile in virginis palatio ut sponsore paramo processis ex uteri flus dei esse virguna fructure de secuna cum predixit profezia nascitura ex Maria quando flus in ste nascitur diabolus confunditur et moritus mors et moritus questo lavoro meraviglioso fatto dal gruppo Alcantara, per cui ci è pervenuto questo materiale. Alcantara è un gruppo siciliano, l'ho raccontato prima in tedesco, che quasi tutti i musicisti vivono a Bologna e fanno lavoro, un lavoro proprio di approfondito di ricerca nell'ambito della musica antica, della musica barocca, rinascimentale e anche tradizionale. Invece adesso ritorniamo alle novene, con una novena di Custonaci, un paesino piccolissimo vicino a Trapani, dove ancora c'è una tradizione particolare. Durante il Natale la popolazione si sposta nelle grotte, nelle grotte di Mangiapane, e lì allestiscono, preparano e vivono un presepe vivente. Diese neue, diese Novene, was wir jetzt spielen werden, wieder zurück zu den traditionellen Novenen, ist ganz besonders, weil findet statt in Custonaci, ein kleines Ort in der Nähe von Trapani. Das ganze Volk in der Zeit von der Novene wandert in den Grotten, in Grotte von Mangiapane. Mangiapane übersetzt bedeutet isst Brot. Also ganz witzig auch diese kleine so Anekdote. Und das ganze Volk dort erlebte die Geschichte der Reise von Maria und des Geburt Christi. Und aus dieser
Ja, also diese Tradition spielen wir eben diese Novena di Custonaci. Maria, Maria sempre.
crucifiglio sta capanna è scoperta da ogni luogo, già si infritto chi sta affanna e non c'è legna né fuoco. Altro fare non si può, state in brazza e fai la o. Jetzt Giuseppe Scolo aus Catania schickt einen brüderlichen Kuss und sie, Kuss und sie hören und sehen dich. Und Giovanna Scolo schreibt, sie sitzt, wenn ich das recht verstehe, mal italienisch wie gesagt, wenn ich das recht verstehe, sitzt sie ungefähr 2 Meter von dir weg. Ah. Also hier. Grazie, mi ha tradotto. I miei fratelli, mia sorella, mio nipote, sono tutti presenti. Che bello, siete tutti qui davanti. Mi riscaldo, mi fa veramente, sono molto molto contenta di questo stranissimo concerto dove siete tutti qui e io non vi vedo, però lo sento che ci siete. Così. Questo secondo brano che abbiamo unito al primo è una sorta di nannarella, è una ninna nanna del Gesù bambino, però in una forma quasi da cantastorie. Adesso però facciamo un brano che non è natalizio. È un brano che non è natalizio, è stata una poesia scritta dal poeta Sebastiano Burgaretta dal titolo Shatu. Shatu è il fiato, il respiro, ma in siciliano Shatu è la vita, quindi lui stesso ha tradotto in italiano dal suo dialetto, lo ha tradotto come vita, quindi la nascita, il respiro che ci dà l'impulso di venire nel mondo, di fare le esperienze che facciamo, di essere felici, tristi, di respirare e poi di andare via con l'ultimo respiro che ci rimane. E quindi noi abbiamo deciso di inserirlo in questo programma perché proprio è nel contesto della storia, della nascita e anche della morte, volendo. Diese Stück, was wir jetzt spielen, es ist keine Novena, es ist keine Nannarella, es ist keine Weihnachtslied, aber es wollten wir unbedingt spielen, weil es ist ein Lied, der zu tun hat mit der Geburt, mit dem auf die Welt zu kommen. Der Titel ist Shatu, bedeutet Atmen, Leben. Und wir alle wissen, was Atmen bedeutet. Ohne Atmen, vor allem heutzutage mit der ganzen Problematik, wir wissen, dass es ist irgendwie, das ist alles. Und wir finden das schön, das für euch zu spielen. Shatu shatu rannika shatari titi bokyu notte giornu shatu ranniki tutunnu che mi facisti picciatare di naterno shatu fatti rammi come vento babulare shatari di ingammendo shatu cari
tu per parlare ma bisogna, c'ha tu per sirci ma fare, c'ha tu per cercare di mi manca, c'ha tu per picchiare di mattare, c'ha tu tutto per cantare ma Dio sì, c'ha tanne della mamma che mi addruma, c'ha tu tutto per cantare voglio sire, c'ha tanne della mamma che mi addruma, c'ha tu c'ha tanne di Siciana, c'ha tu c'ha tanne di Siciana, c'ha tu c'ha tanne di Siciana, c'ha tu c'ha tanne di Siciana. Shato che mi resta in danciuscioni, shato sono conico e mamma mia, shato piccirite e tenere poesia, shato ardente di picciocca smaria, shato il cuore lampi che mi ciossolia, shato il lunno che tutti sono colia, shato che tutti tocco lia, shato i dicianci sono sangue per la via. Susanne Power. Sì, il respiro della vita, das Atmen des Lebens. Dieses Gedicht von Sebastiano Burgaretta, die wir übrigens vor Jahren in Musik gesetzt haben und aufgenommen haben, und es ist eine unserer Lieblings. È uno dei nostri brani preferiti, l'abbiamo composto alcuni anni fa in un progetto che abbiamo fatto in due e così abbiamo deciso di suonarlo. Adesso torniamo alle novene, una novena importante che proprio è centrale nel tema. Si titola Si partì di Nazaretto, son partiti da Nazaretto, e racconta proprio questo viaggio che si ripete continuamente. Io quando ho iniziato a cantare questa novena ho pensato sempre a quello che avviene oggi, ai migranti che partono. È una storia che non finisce mai, quindi il viaggio di Maria, quello che in Sicilia viene chiamato appunto viaggio doloroso di Maria, che nel Settecento fu scritto, riscritto da un monaco, comunque un religioso, e poi comunque nella tradizione racconta proprio questo, come mai un popolo deve lasciare la propria terra, lasciare tutto, rischiare la vita e rimanere nel nulla, morire. In questa novena
che è molto particolare perché dice che proprio nessuno ha voluto accogliere Maria Giuseppe. Tutti hanno chiuso la porta, perfino gli amici e i parenti. Addirittura nella terza strofa, che è un po' così quasi sarcastica, dice: Giuseppe credeva che gli amici e i parenti, vedendo Maria, gli avrebbero fatti complimenti, e invece no, non li hanno accolti e sono rimasti fuori. Jetzt auf Deutsch, diese Novene, was wir jetzt spielen, ist wirklich zentral in der Geschichte, weil es wiederholt die Geschichte, die wir heute immer wieder erleben mit der Auswanderung von Emigration und was wir die ganze Zeit erleben. Und in dieser alte Novene, sogar die letzte Strophe sagte, Giuseppe hatte gedacht, Josef dachte, dass die Freunde, die Verwandten, wenn sie Maria sehen, wie sie schön ist, dann würden sie Komplimente machen, würden sie, aber nein, die haben die Tür zugemacht, die haben nicht zugelassen. Ja, jetzt spielen wir. Sei partito di Nazareth, San Giuseppe con Maria. Non avevano rizzetto, Betlemme alla campia. E non li vuoi, non del cuore. La Sicilia, schreibt jemand. Und es sind jetzt 120 Geräte, also es werden immer mehr und immer mehr Begeisterte. Ja, ihr bereitet die Leute, glaube ich, ganz, ganz, ganz schönen Abend heute.
siamo arrivati più o meno alla fine del programma, perché non sapendo, abbiamo un programma che può andare dai 20 minuti alle 3 ore, le novene durano 9 giorni, quindi siamo un po', potremmo suonare per 9 giorni o fino a Natale volendo, però dipende un po' da così. Intanto abbiamo un brano per voi che sarebbe l'ultimo brano nel programma ed è una sorta di novena a ballo quasi, perché nelle piazze, nei paesi si aggiungono i musicisti, stanno insieme con gli abitanti, cantano, bevono, arriva i tamburi a cornice. Questo non è un tamburo a cornice, è un tamburo industriale, perché a Berlino non si trovi i tamburi a cornice, ma spero che il grandissimo Fabio Tricomi, che purtroppo non è con noi, me ne prepari uno, glielo chiederò. E prima di cantare questo brano voglio ancora una volta, anzi per la prima volta, perché all'inizio ero così emozionata che non l'ho fatto, vorrei presentare i miei musicisti, questi musicisti che mi accompagnano con tanto trasporto, devo dire. Daniel Moheit alla fisarmonica da Berlino. Al violoncello, alla voce, al mandolino e a tanti altri strumenti che non abbiamo ancora portato, Susanne Paul. E questa è appunto una sorta di tarantella che si intitola Canto di Natale di Messina. Die ersten fühlen sich schon zum Tanzen animiert. Wir tun so, ob ihr jetzt sagt Zugabe. Facciamo Zugabe, finta, unbedingt. Facciamo finta che voi chiedete bis, 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 tutti all'impiedi ad applaudirci. No, abbiamo una novena che vorrei tanto cantare perché è una di quelle che mi piacciono di più. Ed è in particolare perché racconta che Dio
chiede all'angelo Gabriele di scendere sulla terra e gli dice: vai da Maria, lasciami gli, dagli i miei saluti, salutamela e dille che lei è la regina del, del cielo. Gabriele scende sulla terra, appena vede Maria è talmente confuso che si scorda del paradiso, quindi è in qualche modo una sorta di storia d'amore di questo arcangelo Gabriele che si innamora della Madonna. E io colgo però anche l'occasione, prima di cantare questo brano, per raccontarvi che tutti i concerti che noi purtroppo quest'anno non possiamo fare sono spostati all'anno prossimo, quindi casomai chi dall'Italia si dovesse trovare in Germania può a dicembre dell'anno prossimo venirci a sentire dal vivo. Adesso in tedesco wir spielen jetzt einen Zugabe, die ich sehr, sehr mag, und zwar eine Novena der Arcangelo Gabriele, also der Gabriel, der von Gott geschickt wurde auf der Erde. Der Gott sagte: geh zu Maria, lass ihn schon grüßen von mir und sag sie, sie ist die Königin des Himmels. Aber der Gabriel geht zu Maria, sieht so eine schöne Frau, die ist so konfus, dass sie vergisst den Himmel, den Paradies. Also es ist sozusagen die Geschichte eine Liebe in einer gewissen Weise. Und bevor wir das spielen, möchte ich auch euch hinweisen, dass alle Konzerte, die wir in diesem Jahr nicht gespielt haben bei dieser Tournee, spielen wir dann nächstes Jahr. Wir spielen in Hamburg, ich glaube am 3. Dezember nächstes Jahr, in Neuhartenberg am 2. Also es werden die Termine fix gemacht, ihr könnt dann das sehen und hoffentlich nächstes Jahr dann sehen wir uns wirklich, sitzen wir, seid ihr dabei. Und ich nochmal vielen, vielen Dank an Brigitte, an das Theater, die uns diese Möglichkeit gegeben hat, an Oli, an die Technik, an alle und Daniel Moheit, Susanne Paul und nächstes Jahr ziemlich sicher wird auch dabei als Gast sein der wunderbare Fabio Tricomi wird mit uns spielen. L'anno prossimo, ve lo prometto, speriamo che suoniamo dal vivo e con noi ci sarà Fabio Tricomi che questa volta non è potuto venire per le restrizioni che sappiamo ed è un graditissimo ospite, un meraviglioso musicista che ci manca oggi, ma l'anno prossimo sarà con noi. Grazie a tutti per averci ascoltato. Dio sa vi incarnare, man
dice di la gran giornata, care con la gran Again.